Hunderte von Flüchtlingen haben am vergangenen Montag versucht, den polnischen Grenzübergang Kuschnica zu stürmen. Seither ist die Region an der Grenze zu Belarus schwer bewacht, durch Polens Polizei und Militär. Gemeinsame Pressekonferenz mehrerer Hilfsorganisationen in einem benachbarten Waldstück diesseits der Grenze. Die Botschaft: Derzeit spielt Polen, spielt die EU dem Machthaber in Minsk in die Hände. I think so far we are playing Lukaschenkas game. He is expecting us. Im Moment spielen wir Lukaschenkos Spiel mit. Er geht davon aus, dass wir die Menschen zurückschicken. Wenn wir aber nun mit der humanitären Hilfe anfangen, wenn wir die Menschen durchließen und sie Asyl beantragen ließen, damit würde er nicht rechnen. Asylum procedure. I guess we would do something that he didn't expect. Zusammen mit der Helsinki-Stiftung für Menschenrechte, einer der involvierten Gruppen, werden sie den Internationalen Gerichtshof in Den Haag anrufen, wegen des Verdachts auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, begangen von der Regierung von Belarus. Außerdem rufen die Gruppierungen die EU auf, der Krise innerhalb ihrer Grenzen angemessen zu begegnen. Denn unter ihr habe auch die polnische Bevölkerung vor Ort zu leiden, so dieser Abgeordnete aus den Reihen der polnischen Opposition. Abgesehen davon, dass wir mit den Pushbacks und mit der Tatsache, dass hier Menschen sterben, nicht einverstanden sein können, stellen wir uns auch vor jene Menschen, die hier leben. Sie werden zutiefst traumatisiert. Sie haben sich wunderbar verhalten, sind die stillen Helden, die den Ankommenden helfen. Aber sie werden damit alleingelassen von der Regierung in Warschau. Am Freitag hatte Forstpersonal in einem anderen Gebiet an der Grenze die Leiche eines syrischen Staatsbürgers gefunden, ein Mann zwischen 20 und 30. In der Nacht zum Samstag meldete die polnische Armee dann einen weiteren Versuch, die Grenze zu stürmen.